Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du da bist und zwar möchte ich dir heute ein paar neue UV-Lacke zeigen, die ich mir jetzt nach und nach gekauft hatte. Da sind ein paar Limited Editions auch bei, die mir von Anhieb richtig gut gefallen haben und deshalb habe ich mir die nämlich gekauft. Und zwar einmal bei Rossmann und einmal bei DM. Bei Rossmann war es Semilack und bei DM war es dann Neonail. Und ich zeige dir jetzt einfach mal ein paar Lacke aus diesen Limited-Kollektionen. Und die Swatches habe ich auch schon vorbereitet. Ich denke mal, ich fange jetzt einfach mal mit dem Semilack-Lacken an. Und zwar ist das einmal ein wunderschöner Lack. Das ist eigentlich so ein Effektlack. Da sind so Partikel drin. Und die finde ich richtig schön. Der Lack an sich ist auch leicht gefärbt. Und ich dachte mir aber, man kann ihn entweder separat als Einzellack benutzen oder auch als Überlack. Muss man halt ausprobieren, wie einem das gefällt. Und ich dachte mir, den nehme ich auf jeden Fall mit, weil rosa mag ich sehr gerne. Das ist jetzt die Nummer 491 aus der Limited Edition Crushed Ice. Da gab es insgesamt, ich meine, das waren 6 Lacke. 3 habe ich mitgenommen. Und ich zeige dir auch jetzt direkt den Swatch dazu. Das ist dieser hier. Der Lack heißt Strawberry Ice. Passt ja unheimlich gut zu diesem Lack. Ja, ich fand den richtig toll. Deswegen musste der auch mit und ich stand da und ich wusste überhaupt nicht, welche Farbe ich nehmen sollte. Aber habe mich dann letztendlich für die 3 entschieden, die ich jetzt auch mitgenommen habe. Hier habe ich einmal einen lilafarbenen Lack, der heißt Lavender Bliss. Da sind immer 7 Milliliter drin und den fand ich auch unheimlich schön. Und das ist der Swatch dazu. Ich finde die richtig toll, die Semilacke. Also von Semilack habe ich auf jeden Fall ein paar Lacke und finde die eigentlich genauso gut wie die von Neonail. So, und jetzt haben wir hier noch einen. Nee, gar nicht wahr. Ich hatte nämlich noch einen geholt im Nachhinein. Den zeige ich euch gleich auch. Aber das ist der noch aus dieser Limited Edition Crushed Ice. Das ist die Farbe Mint Glacier. Und ich dachte mir, das ist auch eine wunderschöne Frühlings-Sommerfarbe. Und habe mich auch sofort darin verguckt. Das ist der Swatch dazu. Ich finde die Farben wirklich richtig, richtig schön. So, dann hatte ich dann im Nachhinein noch entdeckt, dass die einen richtig tollen Topper haben. Und zwar ist das einer hier mit No Wipe, ein Matt Peach Galaxy Lack. Den finde ich so toll. Und matt mag ich ja sowieso sehr gerne. Hab den auch hier geswatcht auf einen ganz normalen Tipp. Da sind einfach nur so richtig schöne Partikel drin, in matt. Der musste auch mit. So, dann war ich noch bei DM und hatte mir ein paar Lacke da gekauft. Ich hatte mir die eigentlich online reserviert quasi oder gekauft und habe die dann bei DM abgeholt. Das fand ich am einfachsten. So, einmal haben wir hier diesen Lack, den finde ich richtig, richtig schön. Der heißt Born to be Myself und jetzt bin ich am überlegen, wie hieß die LE noch? Auch das habe ich ja hier draufstehen. The Muse in You. Ja, den Lack fand ich unheimlich toll und zwar in Kombination mit diesem Lack, den es auch in der LE gibt. Und ja, die mussten auf jeden Fall mit. Aber ich zeige euch jetzt erstmal den Swatch von diesem hier. Das müsste der sein. Myself, genau. Das ist dieser hier. Ein wunderschöner Ton. Also diese Farben, die kommen jetzt wieder hier im Frühling, Sommer. Ich mag sowas wirklich sehr, sehr gerne. Heute bin ich auch pastellig lackiert, aber das ist Nagellack. So, und dazu hatte ich mir diesen wunderschönen Topper ausgesucht noch, weil ich finde, das passt optimal zusammen. Und zwar heißt der Create Art, Create More. Und der Swatch dazu. Und wenn man den mal so da drüber hält, ich finde, den kann man auch unheimlich gut kombinieren. Das sieht toll aus und finde ich, das matcht perfekt. Dann hatte ich nochmal so ein doppeltes Match quasi, was unheimlich gut zusammenpasst. Das ist einmal diese Farbe hier, Show Your Passion. Den finde ich richtig schön. Da sind immer 7,2 Milliliter drin.
Und zwar ist das der passende Swatch dazu. Der sieht so aus. Ich glaube, das ist so diese, ja, kann man so diese Lachs-Peach-Farbe. Ich glaube, die ist in diesem Jahr sowieso sehr angesagt. Und dazu habe ich diesen Top gekauft, Desire to Inspire. Ich finde, die passen auch richtig, richtig gut zusammen. Und der sieht so aus. Da sind quasi so Partikel drin, verschiedene. Ja, und das kann man quasi auch übereinander lackieren, wenn man möchte. Oder aber wirklich drei oder vier Nägel mit der Farbe. Und dann könnte man quasi die anderen zwei in weiß lackieren und dann halt diese Farbe drüber. Wird wahrscheinlich oder sieht wahrscheinlich auch sehr, sehr schön aus. So, und jetzt habe ich noch einen einzigen Lack, den möchte ich euch auch zeigen. Das ist auch aus dieser Limited Edition The Muse in You. Die habe ich quasi vor Ort gekauft, als ich diese vier Lacke da abgeholt hatte bei DM. Und da habe ich hier dummerweise nochmal in dem in der Neonail-Ecke geguckt. Und dann habe ich mir auch noch diesen mitgenommen. Der heißt Vibrant Awakening. Das ist auch eine hammertolle Farbe. Ein Pink. Guckt euch das an. Also das schreit doch nach Sommer. Und der musste auf jeden Fall mit, weil ich ja unheimlich von dieser Limited Edition begeistert bin. Ja, und dann habe ich mir halt diese ganzen Lacke mal gegönnt. Und ach, da fällt mir gerade ein, bei DM hatte ich ja die drei Lacke gekauft und da hatten die so eine Aktion gehabt. Wenn du drei Lacke kaufst, dann bekommst du von Semilack entweder Cleaner dazu oder Aceton. Ich wollte den Cleaner mitnehmen, den gab es leider nicht mehr. Deswegen habe ich mir hier so ein Fläschchen Aceton mitgenommen. Kann man auch immer gebrauchen. Hier sind, wie viel ist hier drin? 125 Milliliter. Ja, hat auch über 4 Euro, fast 5 Euro gekostet. Ich habe da nicht geguckt, weil ist ja kostenlos gewesen. Und da habe ich mich auch drüber gefreut. Das waren jetzt die ganzen Swatches von meinen neuen UV-Lacken. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Lass gerne ein Däumchen nach oben da, wenn du möchtest. Und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder vorbeischaust. Und ich sag mal, bis dahin, hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!